Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 15, Fortschreibung der investiven Finanzplanung. Hier gibt es einen Ersetzungsantrag der SPD, den ich bitte, jetzt einzubringen. Und dann habe ich gar nicht so viele Wortmeldungen, deswegen würde ich wahrscheinlich mal auf die Fraktionsrunde verzichten, außer wir haben dann so viel Gesprächsbedarf über den Ersetzungsantrag, dass es dann lohnt, in die Runde einzusteigen. Frau Vorweser, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, hier live und im Stream. Das ist ja eine Vorlage, die kommt recht normal her, schön technokratisch, aber hinter dieser Normalität steckt sich ein weiterer Schluck Machtzuwachs des Oberbürgermeisters und ein weiterer Schritt Selbstaufgabe unseres Stadtrates, und das macht die SPD-Fraktion nicht mit. Ganz normal ist zunächst erstmal das äußere Gewand dieser Vorlage. Die Ämter schaffen es, wie eigentlich jedes Jahr, nicht die üppig bewilligten Investitionsmittel auszugeben. Also passen wir die Jahresscheiben der Mittel haushaltsneutral an, damit eben die Dinge, die ausgegeben werden können und in Angriff genommen werden können, auch die passenden Mittel zur Verfügung stehen. Das haben wir in den vergangenen Jahren durchgewunken. Das ist jetzt ein bisschen anders. Die Vorlage ist tatsächlich in einer sehr anderen Situation geschrieben, denn anders als in den vergangenen Jahren ist unser Investitionshaushalt nicht ausgeglichen. Wir planen mehr Investitionsausgaben, als Geld zur Verfügung stellt. Das hat der Landesdirektion auch nicht gefallen. Deswegen hat die Landesdirektion der Stadt aufgegeben, die Investitionsplanung zu überarbeiten. Das sollte mit dieser Vorlage geschehen. Ist aber nicht so. Ich bin ein bisschen überrascht, nachdem wir vorhin anderthalb Stunden Haushaltsdiskussionen hier hatten. Also Herr Krüger zum Beispiel hat für die CDU-Fraktion gesagt, man müsse ja verantwortungsbewusst mit Steuergeldern umgehen. Herr Blöten hat was anderes gesagt. Bei dieser Vorlage haben Sie bisher alle in den Ausschüssen einfach durchgewunken. Wir nicht. Wir haben dort schon in den Diskussionen sehr deutlich gesagt, dass das für uns nicht geht. Weil was steht denn in dieser Vorlage jetzt drin? Vorhin ist hier das Wort gefallen von Ermächtigung, und dann gab es eine ganz absurde Debatte über Nazislängen. Vielleicht die Vorlage tatsächlich nochmal lesen. Ich glaube, Sie lesen zum Teil diese Vorlagen nicht. Diese Vorlage beinhaltet nämlich zwei Punkte, in denen steht das Wort Ermächtigung. Das Wort Ermächtigung ist jetzt vielleicht erstmal nicht so schlimm. In der Sache hier in der Tat aber schon, weil wir nämlich gerade als Stadtrat den Oberbürgermeister ermächtigen, selber zu entscheiden, in welcher Priorisierung die dann immer noch nicht ausgeglichene Investitionsplanung umgesetzt wird oder nicht. Also nicht die Geschäftsbereiche oder wir als Stadtrat, das wäre nämlich unser Recht, sondern der Oberbürgermeister soll ermächtigt werden, das am Ende zu entscheiden. Und dann ist doch klar, was passieren wird. Der Oberbürgermeister wird das nutzen, um 2, 3 Projekte, es gibt ja ein paar, zu denen er sich in dieser Hinsicht auch schon geäußert hat, die ihn besonders interessieren, eben umzusetzen. Alle lehnen sich dann entspannt zurück, sind vielleicht auch ein Stück weit selbstzufrieden. Im Interesse der Stadt ist das aber nicht. Wir versprechen nämlich den Menschen in dieser Stadt mit unserer Investitionsplanung, was wir alles tun wollen, und wissen aber eigentlich, dass wir das nicht umsetzen werden. Das weckt Enttäuschungen bei den Menschen, und da sollten wir tatsächlich auch ehrlicher sein. Zumindest möchte ich mich versuchen, direkt an die Kolleginnen von Grünen und Linken zu wenden, das auch tatsächlich noch mal zu überlegen und unserem Änderungsantrag, der nämlich diese beiden Punkte mit der Ermächtigung ersetzen will und sagt, der Oberbürgermeister soll schlicht und einfach das tun, was die Landesdirektion gesagt hat, uns eine angepasste Investitionsplanung zum Beschluss vorzulegen, in der diese nicht gedeckten Investitionen entsprechend anders geplant werden, dass wir darüber entscheiden können. Vielleicht können sich wenigstens Grüne und Linke dann doch endlich dieser Selbstermächtigung des Oberbürgermeisters entziehen und ihre, zumindest was die Grünen angeht, habe ich in letzter Zeit eher den Eindruck, Komplettunterwerfung unter diesen Oberbürgermeister endlich aufgeben. Vielen Dank. So, ich habe bisher lediglich 2 Wortmeldungen signalisiert bekommen, deswegen würde ich auf die Fraktionsrunde verzichten. Derjenige, der sich schon vorher angemeldet hat, Herr Krüger, den würde ich den Vortritt geben, wenn er das möchte. Möchte nicht, dann ist Herr Hans dran. Bitte schön. Also eigentlich wollte ich ja auch nicht hier vorgehen, ehrlich gesagt, sondern vom Platz reden, aber ich muss schon sagen, ich muss die SPD dann schon auch mal direkt ansprechen, weil ich finde, die Vorwürfe sind echt unter aller Kanone, um das mal ganz drastisch auszudrücken.
Sehr geehrter Oberbürgermeister erstmal und meine lieben Kollegen. Also, liebe Dana Frohwieser, es wäre wirklich schön, du kommst einfach mal auch als Gast meinetwegen in den Finanzausschuss. Wir haben nämlich beim letzten Mal genau nochmal und bei der Sitzung davor, auch mit Frau Möckel nochmal, die eine Auskunft gegeben hat, eigentlich eher festgestellt, wir haben ein ganz anderes Problem. Wir haben das Problem, dass wir aufgrund formaler Regelung, weil wir auf der Leistungsphase 3 alle Projekte immer schön in den Haushalt irgendwie einordnen wollen. Das hat auch euer damaliger Finanzbürgermeister nicht geändert, dieses Vorgehen. Haben wir diese Haushaltsreste in Größenordnung und Liquidität, die wir vor uns herschieben? Und theoretisch, weil ja jedes Jahr angenommen wird, dass wir 650 Millionen Euro ungefähr ausgeben können in dieser Stadt und investieren können, umsetzen können, das können wir natürlich nicht. Sind wir nachher nicht bei plus minus null eben, genau, das stimmt. Und deswegen sagt die Landesdirektion, wir gucken uns das nicht in der Praxis an, sondern wir entscheiden nur nach Bürokratie, Theorie. Ja, und deswegen seid ihr in 5 Jahren irgendwie bei irgendeiner gewissen kleinen Minussumme. So. Und deswegen müsst ihr was nacharbeiten. So. Das ist der Hintergrund. Ich muss aber den Leuten in der Praxis und den Zuschauern vielleicht auch sagen, wie gesagt, wir schaffen als Landeshauptstadt bisher nicht mehr als 270 Millionen Euro auszugeben für Investitionen pro Jahr. Manchmal ist es noch weniger gewesen. Wir hoffen es immer noch. Ist auch die nächsten 2 Jahre wurden wieder mehr angenommen. Über 300 und einmal 350 Millionen. Vermutlich werden wir auch das nicht schaffen. Auch wenn wir jetzt ein paar Großprojekte wie das Stadion, Heinz-Steyer-Stadion abgeschlossen haben oder abschließen werden. So, und deshalb kommen wir nur in diese Bredouille. Und jetzt zu sagen, weil die letzten 4 Millionen noch nicht ausgeglichen sind und der OB noch mal selber suchen soll, also das wäre jetzt wirklich unangemessen, Machtzuwachs des Oberbürgermeisters, muss ich sagen. Also hat man, glaube ich, das System nicht verstanden. Das größere Problem ist wirklich, dass wir eigentlich die Projekte besser in die Zukunft planen müssten, dass wir eher ein Globalbudget haben und vielleicht eine Projektliste und sagen, wir planen die gar nicht alle in den Jahresscheiben, weil wir versprechen mit diesen Jahresscheiben, nämlich theoretisch, das stimmt, den Leuten irgendwas, was wir sowieso nicht einhalten werden in diesem Zeitablauf. Und wenn ihr euch das vielleicht nochmal zu Herzen nehmt, das haben wir aber 2-mal im Finanzausschuss besprochen, liebe SPD, dann muss man hier nicht so eine Rede halten und nicht so einen Änderungsantrag stellen und deswegen werden wir den ablehnen. So, wird weiterhin das Wort gewünscht? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Ersetzungsantrag der SPD folgen möchte, wäre jetzt an der Reihe. Ja-Stimmen, 45 Nein, eine Enthaltung. Wird damit abgelehnt und wir kommen damit zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 56 Ja-Stimmen, 6 Nein, keine Enthaltung, damit so beschlossen.